Guten Tag, mein Name ist Kim Sauer hier auf der SMT in Nürnberg. Ich begrüße heute Herrn Kockert von der Firma Göpel. Vielen Dank, dass Sie heute mit uns sprechen. Herr Kockert, die Firma Göpel hat gewisse Produkte, die Sie hier auf der Messe vorstellen. Können Sie uns da ein bisschen was drüber erzählen? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung zu diesem Interview. Es ist so, dass wir uns in dieses Jahr auf der Messe auch in eine Richtung gewandt haben, wo man sagt, totgesagte leben länger, oder was unser Slogan an der Stelle ist. Und zwar ist das die gesamte Frage der Leistungselektronik, speziell auch der THT-Baugruppen, die uns immer wieder auf dem Markt begegnen, wo wir doch wieder feststellen, da ist AOI noch so schwach vertreten und es ist ganz einfach notwendig, dass man dort auch was für die Qualitätssicherung tut. Wir haben in der Vergangenheit einige Systeme installiert, haben das Prinzip der THT-Prüfung noch weiter verfolgt und wird noch effektiver gestaltet für den Anwender. Und da sehen wir eben auch speziell für konventionelle AOI-Systeme Herausforderungen. Es geht da um wesentlich höhere Schärfentiefen aufgrund der hohen Bauteile. Es geht um flexiblere und andere Prüffunktionen, die notwendig sind. Eine sehr ausgeklügelte Lötstellenkontrolle, die doch abweicht von den SMD-Bauteilen. Und da haben wir interessante Lösungen auf dem Markt. Und wir sehen an der Stelle auch, dass da ein großer Bedarf ist. Und ich kann da nur noch mal wiederholen, auch wenn man vor Jahren schon gesagt hat, das geht zu Ende damit mit THT, aber totgesagte leben länger. Also es kommt, das sind jetzt Kundengespräche, die Sie führen, oder existierende Kunden, die Sie haben, die Bedürfnisse haben. Und dadurch sind diese verschiedenen neue Produkte entstanden. Oder kommt es durch Ihre eigenen, was Sie so im Markt sehen an Entwicklungen, dass Sie neue Produkte ständig auf den Markt bringen? Sind das Neuentwicklungen für Neukunden? Man muss zwei Richtungen an der Stelle betrachten. Zum einen ist es so, dass es natürlich die Produktion solcher THT-Baugruppen schon lange gibt und dort schon ein Manko in Hinsicht Qualitätskontrolle bestand. Und Kunden an uns herangetreten sind, könnt ihr sowas nicht entwickeln? Wir haben dort interessante Lösungen vor ein, zwei Jahren, würde ich sagen, schon in den Markt gebracht. Wechselrichter für Solarindustrie ist da ein interessantes Beispiel. Aber die zweite Richtung, wo wir natürlich auch sehen, die unweigerlich kommen wird, ist die Leistungselektronik, die aber jetzt nun wesentlich integrierter ist. Das heißt also die Frage Ansteuerung von Hybrid- oder die Ansteuerung Elektronik in Hybridautos, die dort, wo sehr viele Ampere, sehr hohe Spannungen auch vorhanden sind, aber das auf kleinsten Raum. Das heißt also IGBTs zum Beispiel, bei denen es darum geht, dass keine Voids sich in den Lötstellen befinden. Und da kann man natürlich mit AOI wenig machen. Aber dafür haben wir sehr interessante Lösungen auf Basis Röntgeninspektion. Und das ist dann wirklich eine Sache, wo wir gesagt haben, hier gehen wir voran in den Markt. Hier wird es in Zukunft auch noch einen weiteren Bedarf geben, dort diese Qualitätslücke zu schließen. Sie haben schon gewisse Märkte angesprochen, für die diese Lösung interessant sein wird. Automotive hatten Sie schon angesprochen. Was für andere Märkte oder für welche andere Märkte ist so eine Lösung interessant und ist es auch geografisch bezogen? Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also erstmal ist ja Leistungselektronik, wenn man sie aus der Historie betrachtet, an vielen Stellen anzutreffen. Das Solar sprach ich an, Windkraft ist ein Punkt. Die ganze Frage Antriebstechnik, aber auch die ganze Frage Beleuchtungstechnik. Auch da müssen Leistungen mittlerweile geschaltet werden, die nicht zu verachten sind. Und dort ist ja schon die Produktion an vielen Stellen noch in Europa anzutreffen. Und wir sehen Europa als unseren Hauptmarkt. Und wir sehen an dieser Stelle sowohl sehr starken Bedarf oder sehr gute Möglichkeiten für die konventionelle Technik, also für die konventionelle Technik AOI-Systeme anzubieten, aber auch für die integrierte Leistungselektronik, die sehr viel Know-how verlangt in der Produktion und da natürlich zum Beispiel auch in Deutschland noch einen Startpunkt hat und hier auch in großen Linien schon gefertigt wird. Also dadurch ist die SMT als deutsche oder europäische Messe natürlich auch eine sehr wichtige Bühne für Sie, um diese Produkte vorzustellen. Genau, das ist in jedem Fall so und die SMT hat jedes Jahr
überzeugt durch hochwertige Kundschaft, durch beste Kontakte und auch so schon ein wenig in Richtung Trendanalyse. Sehen Sie die SMT als deutsche, europäische oder gar internationale Messe? Also aufgrund dessen, dass ich ja auch schon sehr lange bei Göpel bin, sehr lange auf der SMT schon bin, konnte ich sie über viele Jahre hinweg verfolgen. Auch als sie noch relativ klein war, sie hat sich entwickelt von einer deutschen zu einer, ja, ansatzweise europäischen Messe. Sicherlich nicht die internationale, wobei ich sagen muss, wir haben auch heute unsere Partner und Kunden aus Indien zum Beispiel angetroffen, aus Malaysia hatte ich bereits einen Partner da, aber es ist und bleibt eine europäische Messe, die einen sehr starken Fokus trotzdem noch auf Deutschland hat. Also wie gesagt, eine ideale Plattform für Sie, Ihre neuen Produkte darzustellen. Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg und auch weiterhin auf dieser Messe viel Glück und sehr gute Geschäfte. Vielen Dank dafür. Dankeschön.